Ja, hallo, zurück zu einem neuen Video von mir. Eigentlich eher spontan. Eigentlich war es gar nicht geplant, dass ich ein Video überhaupt mache. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie eine kurze Zeit noch gehabt und denke, komm, ich gehe jetzt auch mal geschwind im Wald, koche mir schnell etwas Kleines, tue etwas ein bisschen berichten. Und jetzt ist mir natürlich gerade noch etwas Gutes eingefallen. Aber zu dem komme ich dann im Verlauf des Videos. Jetzt habe ich da wie so ein schönes Spiel gefunden. Mit dieser kleinen Kulisse. Theoretisch könnte man da schon so ein kleines Lager machen. Aber ich denke, ich gehe da noch ein bisschen weiter in den Wald rein. Ich muss sagen, sehr schleppend die Hitze. Darum suche ich mir jetzt ein schönes, kühles Plätzchen. Machen wir dann etwas gut. Uiuiui. Machen wir etwas Gutes zum Essen. Und trinken etwas was Angenehmes. Der hat schon mal viel totes Holz. Heute koche ich aber wieder auf der Buschbox. Etwas Gutes. Irgendwie hat es das mit der Äste heute. Jedenfalls wollte ich heute alles recht kurz und einfach haben. Und genau das ist auch das Thema von heute. Ich könnte mir noch vorstellen, dass hier meine Buschbox stehen könnte. Die Aussicht ist naja, nicht die beste. Da unten ist noch die Straße. Das Kloster ist noch am Glocken. Aber es passt. Da, heute soll es mal ein bisschen um ein anderes Thema gehen. Und eben, es geht darum, dass ich halt noch viel gefragt wurde, wie schaffe ich es eigentlich so viel im Wald draussen zu sein. Wegen der Zeit hin und her, viele Leute mit dem Thema anfangen. Haben aber keine Zeit. Und ich muss eigentlich einfach sagen, Zeit ist immer so etwas Relatives. Ich habe eigentlich auch keine Zeit und legt mir, ich schwitze ja abartig. Ich habe eigentlich auch keine Zeit, aber ich nehme halt einfach Zeit für Sachen, die mir wichtig sind. Und Bushcraften ist auch einfach etwas, das kann auch sehr einfach gehen. Und zwar zum Beispiel so. Das ist alles, was ich dabei habe. Eine Bushbox, etwas zum Essen. Da habe ich eine kleine Pfanne, ein bisschen Wasser. Pepsi. Ich bin natürlich mehr so Pepsi-Fan als Cola. Das alles in einen Rucksack reinpacken, eine Sache von 10 Minuten, wo man schon mal zu Hause macht. Und zack, schon kann man losgehen. Und der Bushcraft ist natürlich immer so eine Sache. Man muss halt immer unterscheiden können, geht man wirklich jetzt irgendwie 2 Tage übernachten oder will man einfach mal für 2-3 Stunden ein bisschen Ruhe im Wald geniessen. Und eben so Sachen hat sich bei mir jetzt eigentlich auch recht spontan eigentlich entschieden. Jetzt bin ich auch vor etwa gut noch 60 Minuten noch zu Hause und noch nicht gewusst, was machen. Und dann denke ich, gut, legen wir einfach mal los, gehen wir einfach in den Wald und ja, kochen etwas Feines und nehmen einfach so ein Video auf, per Zufall. Und Buschbox steht. Also zum Beispiel das Gute an so einer Buschbox ist natürlich, dass man da auch nicht viel Zeit damit verwenden muss, irgendwie Holz suchen, hacken und so weiter, sondern man nimmt halt einfach ein paar Stöckchen, die hier in der Gegend rumliegen und dann hat man innerhalb von wenigen Minuten gutes brennbares Holz. Sehr zeitsparend und schnell. Da, wo wir gerade beim Thema Einfachheit sind, ist eigentlich auch all das, was ich jetzt hier zum Essen zubereite, einfach und vor allem auch sehr günstig. Also das ist eigentlich für jedermann machbar. So, als erstes kochen wir hier ein bisschen das Wasser auf, das wir nachher hier ins Herdöpfelpüree geben. Und danach gibt es hier ein bisschen Butter, Peperoncini und sättige, ich weiß nicht, ob das so genau die Rostbratwürste sind oder irgend so etwas in dem Stil. Wird sicherlich gut. Und wenn das kocht, kann ich da schön ein bisschen sitzen und die Atmosphäre einfach ein bisschen geniessen. So, das Püree ist schon mal langsam am parat werden. Und da kann man schon mal ein bisschen Butter dazu geben. Uiui, da ist noch etwas reingekippt. Nein, ist doch gleich.
habe jetzt einen Löffel vergessen, aber spielt doch keine Rolle. Halbbatzig einen selber schnitzen. Jetzt wird Zeit zum Essen. Was willst du eigentlich mehr? Ist eigentlich so etwas Einfaches. Aber so etwas Weins. Guten. So, nach dem feinen Essen bin ich jetzt da, trinke noch mein Pepsi fertig. Und der ganze kleine Ausflug hat mich ein paar wenige Franken und wenig Kraft und wenig Zeit eigentlich gekostet. Ich habe für 2-3 Stunden wieder ein bisschen vom Alltag abschalten. Und das ist eigentlich das, was eigentlich der Sinn dieser ganzen Sache ist. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren, wieder ein bisschen mitnehmen. Es ist eher ein, bisschen ein kurzes Video, aber mit dem wollte ich nur zeigen, dass es eben nicht immer viel braucht, um wirklich Bushcraften. Es langt einfach mal 2-3 Stunden, sich Zeit für das Ganze nehmen und einfach mal, einfach mal in den Wald gehen, etwas Kleines kochen oder einfach mal ein bisschen wandern und einfach ein bisschen seinen Geist befreien vom stressigen Alltag, den man halt hat. Ich meine, ich bin auch ein rechter Workaholic, aber muss mich manchmal halt auch zwingen, einfach mal ein bisschen oben runterzukommen und einfach mal ein bisschen in die Natur raus und mich selber mit mir beschäftigen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, wenn ihr das Video seht, und bis bald. Man sieht sich.